Ja, doch, ist an, oder? Ja. Ja, also okay. Wir sind die PS-Profis und das ist Sidney Hoffmann. Das ist schon Per Krämer. Und wir suchen für die Band One Oaks ein Pickup, wo sie so ein DJ-Pult drauf packen können. Das scheint in zu sein, ne? DJ-Pults auf Pickups bauen. Wir suchen auf jeden Fall was Cooles für die beiden und ziehen mal los, oder? Ja, ich glaube, wir finden was Gutes. Rechts oder links lang? Sowohl als auch. Okay. Sean und Kevin bilden zusammen das DJ-Duo One Oaks. Den beiden steht ein großer Auftritt beim Sport 1 Track Day bevor. Dafür haben sie sich etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Die Ladefläche eines Pickups soll ihre Bühne sein. Hey! Moin Jungs! Alles gut? Hi! 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 Der Pflanzer, schieß mal raus! Was braucht er? Was sucht er? Und zwar wollen wir ein Pickup, Ami. Möglichst, ja, V8. Ist ja jetzt auch nicht so selten bei einem Pickup am Ende. Ich wollte gerade sagen, wird schwer rauszufinden. Und ja, fetten Sound soll er haben. Perfekt. Und wir müssen einiges transportieren. Was denn? DJ-Pult, Menschen. Machen wir das nicht normal so in Clubs eigentlich? Ja, also machen wir natürlich auch normalerweise. Aber es gibt was Besonderes. Und zwar die Track Days von Sport 1. Der Sport 1 Track Day. Am 8. September steigt auf dem Lausitzring die große Motorsportparty von Sport 1. Hier gibt es alles, was Motorsportfans und Petrolheads brauchen. Show und Shine mit den schönsten und krassesten Autos. Beim Viertelmeilerennen liefern sich Profis, Amateure und prominente Gaststarter packende Duelle. Und dann das absolute Highlight. Die Monster Energy Gymkhana Grid Europe Serie. Driften in Reinform. Da sind wir zufälligerweise auch. Ja, ist das so schon bekannt? Sagt euch vielleicht was? Und da liegt auch. Ja, genau. Ganz genau. Und dafür brauchen wir unbedingt so einen Truck. Und da wollen wir mit dem Truck vorfahren und einfach vom Truck aus. So langsam schließt sich der Kreis. Die Menge bespielen. Cool. Stylo Milo. Musikbusiness ist hier eingetreten. Wie ist denn so generell? So ein Pickup gibt es ja schon seit Anatuk. Also es ist ja uralter Ding, das Konzept. Ich glaube, es geht uns mehr darum, wie er unseren Style haben. Okay. Also er muss halt sofort, wenn wir ihn sehen, muss halt wirken. Also 2013er Pickup davor fahren, ist jetzt nicht so euer Ding. Es soll was aussagen. Wäre schon cool, wenn es so ein uramerikanisches Ding wäre. Was kann das schöne Fahrzeug für eine Farbe haben? Die Farbe ist völlig egal. Der gesamte Pickup wird foliert. Okay. Und zwar ist jetzt gerade eine Compilation rausgekommen. Okay. Heißt Track Day Monster Party. Und okay. Da ist auch unsere Single drauf. Nicht schlecht. Also, ist quasi die Grundfarbe fast egal. Ja. Es sollte kultig sein. 19++++. Ihr habt 10.000 Euro. Und einen Ami-Truck mit einem V8 und Bumsalarm. Seht ihr nicht? Ziehen los. Ja. Und gucken wir mal, was wir so finden. Und wenn wir es haben, dann sagen wir Bescheid. Top. Super. Coole Sache. Flosse drauf. Ein Pickup soll her. 8 Zylinder in V-Form sind Pflicht. 10.000 Euro Budget stehen zur Verfügung. 2.000 für die Folierung, 8.000 für den Truck. So, was sollen wir nehmen für den Truck? Ich habe ja auch einen F-150 gefunden. Mhm. 95er, 170 gelaufen. Der hat eine komische Blau-Metallic-Lackierung. Und er will 5.2 haben. Ist um eine Ecke quasi. Den gucke ich mir an. Ich habe hier auch was Cooles. C20, einen Longbed, einen V8. Der hat so eine coole grün-gold-bronze-mexikanische Lackierung. Mexikanisch? Der ist auch gar nicht so weit weg. Ich würde sagen, den gucke ich mir auf jeden Fall schon mal an. Was sollen wir noch nehmen? Was kommt vor 150? Die 100. So einen alten 100er. F100. Der so ein bisschen aussieht wie so ein Bronco. Kommen wir kohlemäßig damit hin? Weil, ganz ehrlich, für das Geld ein F100 und der soll auch noch fahren. Ja, hier ist, das kann natürlich auch ziemlich doof sein, ne? Aber hier ist einer für 5,99 drin. Zeitstepp. Mhm. V8 Automatic. Der sieht cool aus. Das ist so das erste Modell, ne? Hier mit, oh, guck mal, mit einem Rammschutz und so weiter alles. Okay. Hier auch, dann gucken wir zusammen den Ford an. Ne? Den F100. F100 gucken wir zusammen an. F150 gucken wir zusammen. Und du holst den C20. C20. Ist ein Deal, oder? So machen wir das. JP macht sich sofort auf den Weg nach Remscheid. Wir sind auf dem Weg zum Chevrolet C20. Gebaut wurde von 1967 bis 1972. Das ist aber relativ uninteressant. Ist das Interessantes? Meine Oma ist auch so ein Ding gefahren. Das ist interessant. So, sollen wir mal gucken, was für ein Typ das Ding verkauft. Los geht's.
Was erwartet uns? Ein Chevrolet C20. Jetzt habe ich einmal Chevrolet gesagt und ab jetzt gibt es kein Chevrolet mehr. Es ist nämlich ein Chevy. Ja? Ein Chevy-Truck. Jetzt brauchen wir nur einen Verkäufer. Los geht's. Der Chevrolet C20 ist Baujahr 1970. Damit ist er mit Abstand der älteste Kandidat im Check. Trotz seines Alters braucht er sich nicht zu verstecken. 256 PS leistet der V8-Motor. Seine 118.000 Kilometer lief der Chevy ausschließlich auf amerikanischen Straßen. Rost sollte also kein allzu großes Problem darstellen. Aber das wird JP gleich genauer unter die Lupe nehmen. Unser Modell hat eine extra lange Ladefläche. Er eignet sich hervorragend als mobile Bühne für die DJs von One Oaks. Händler Olli hat den Pickup erst vor kurzem aus den Staaten importiert. Knapp 7.600 Euro will er für das gute Stück haben. Liebe Jungen, wie kann ich dir helfen? Ich habe mir im Internet, ja, im Internet, kennst du, Internet, ja, hier, tippe. Habe ich mir so ein Ding rausgesucht. Und da stand deine Adresse drunter. 70er Baujahr. Frisch aus Oklahoma gekommen. Frisch heißt? Der ist jetzt seit 2-3 Monaten hier in Deutschland. Keine Papiere? Noch keine deutschen Papiere. Klimaanlage läuft? Nee, ist läuft abgeklemmt. Nicht, die ist abgeklemmt. Genau. Aber er hat schon original eine Klimaanlage drin, was für so einen Truck auch wiederum selten ist, ne? Selten ist, genau. Die Amis, das war nämlich so, in den 70er oder so, ab 65 haben die Amis einfach verlangt, ganz ehrlich, ich habe zwar ein Arbeitstier, die Amis haben nämlich den Truck an sich als Hauptfahrzeug, aber ich möchte trotzdem Ausstattung haben. Also fing ab 65 fing es an, Klimaanlagen kamen rein, Ausstattung kam rein, elektrische Fensterheber kamen rein, haben nicht alle. Aber die Trucks wurden so, dass man mehr Ausstattung reinmachen konnte, als nur ein Arbeitstier. Und deswegen, Klimaanlage ist in so einem Ding schon... Genau. Dann ist schon hier, hier, pass auf, dann ist schon... Selten. Mach mal an bitte den Hobel. Die Riemenscheibe unten ganz schön zittrig, ne? Das liegt an den großzügigen Fertigungstoleranzen in den Staaten. Den hast du lange geübt, ne? Der war spontan. Aber die Frage ist jetzt, ob er an dem Simmering dahinter dicht ist. Zur Kurbelwelle hin, weißt du? Weil er ist schon ganz schön am Suppen. Aber so oder so sind diese Motoren an sich kaum problematisch. Weil die sind so wartungsfreundlich gemacht, dass wirklich absolut jeder daran schrauben kann. Jeder. So, ich gehe zur Probefahrt mit meinem schicken C20 Chevy Truck. Und danach komme ich mit einem F-150. Und dann, boah, da, dann passiert was. Das gab's noch nie. Ja, eigentlich noch nicht, ne. Eine sehr besondere Probefahrt. Ja, also es gibt keinen Grund mehr, auf die Fernbedienung zu drücken. Jetzt müsst ihr dranbleiben, weil gleich wird's... Ach. So, genug gewartet. Ich gehe jetzt auf Probefahrt mit dem schicken Chevy Truck C20. Und danach fahre ich ein Ford F-150 Probe. Aber vorher checke ich ihn bestimmt, weil sonst kann es ganz schön böse werden bei der Probefahrt. Aber wir müssen auch noch sagen, danach wird es wirklich böse. Also. Ja, da haben wir so eigentlich eine Premiere beim PS Profis. Aber was es ist, bleibt dran und dann seht ihr es. So, was kannst du mir sonst noch sagen? Technisch, ist dir irgendwas aufgefallen, was negativ ist? Die Bremse muss überarbeitet werden. Trommel, ne? Trommel vorne. Wichtiges Thema. Ab 70 kam nämlich genau, dass alle auf Scheiben umgerüstet wurden, vorne und hinten. Und es gab noch einen wichtigen Punkt. Und zwar gab es Schraubenfedern und Blattfedern. Wir haben hier ein Blattfedermodell. Erkennt man einmal daran. Wir haben hier die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Radschrauben. Die mit Blattfedern haben nämlich 5 Radschrauben. Wir sehen das Gesicht. Ich möchte ihn jetzt nicht schon wieder bloßstellen, aber es hat eigentlich was mit der Zuladung zu tun. Ob wir jetzt aber die Zuladung ist in Verbindung mit den Schraubenfedern und den Blattfedern. Ist das richtig? Ja, er hat recht. Somit, hat wenn, recht. Wenn man Blattfedern hat, hat man wie viele Radschrauben? 8. Der Grund, warum wir hier sind, ist, weil es ein Blattfedermodell ist. Und wir haben eine hohe Zuladung nämlich. In Amerika haust du eine Badewanne, ein paar Steine, deinen Hund, deine Ehefrau, deine Kinder in die Ladefläche und heizt los mit 150 Klamotten. Das geht bei uns nicht. Die Jungs wollten nämlich hinten einen DJ-Pult draufbauen. Und deswegen haben wir uns auch ein Longbed ausgesucht. Ja, hier so stehen, so hier den hier. Er muss auch die Play-Taste drücken, er muss den Mischer halten, er muss die Kopfhörer halten, er muss... was muss er noch machen? Mike muss er halten, weil er muss ja mittendrin sagen, hands up. Boah, was ist denn verkabelungsmäßig hier unten los? Alter Verwalter. Das ist amerikanische Kreativität. Vielleicht hatte der auch einen Mexikaner, der das für ihn gemacht hat. Aber komm mal her, guck dir mal die Blattfedernverpackung an. Ja, das ist natürlich auch wieder sehr kreativ. Das sind aber alles solche Sachen,
welche dann genauso wie die Auspuffhalterung. Das sind Sachen, wo man der TÜV-Prüfer mit der flachen Hand durchs Gesicht zieht. Wo ich schon von ausgehe, dass man das überholt und neu macht. Auf jeden Fall. Guck dir mal den Rahmen an, Junge. Der ist schön. Ja, auch wunderbar. Also ich meine, das muss man schon. Die machen das wahrscheinlich mit der Elektrode. Da muss man dem schon lassen, ne? Ja. Kreativität ist drin. Im C20. So, rostmäßig sagst du relativ gut oder geht so? Relativ gut. Hier im Einstiegsbereich. Da ist er leider ein bisschen knusprig. Das knirscht ein bisschen. Ja, mit Sicherheit ist da mal der Lack abgewesen und dann haben die das unsachgemäß repariert. Und dafür hätte ich auch noch einen Einstieg da. Ehrlich? Den gibst du dabei, oder? Den würde ich euch natürlich dabei geben. Aber bevor es soweit ist, macht sich Jean-Pierre erstmal auf eine Probefahrt. Wie fast in jedem Ami ist auch hier gemütliches Cruisen angesagt. Die große Schwäche des C20 fällt JP bereits nach den ersten Metern auf. Bremsentechnisch muss wirklich einiges gemacht werden. Ich habe das Gefühl, dass nur eine Seite der Bremsanlage wirklich packt. Und bei der Verzögerung ist auch immer so ein bisschen versetzt und auch gerne mal blockiert einseitig. Warte, wir bremsen mal. Ja, man weiß direkt, wo ich bin und man hört auch direkt, wo ich bin. Bremsen tut er noch nicht. Gut, die Bremsen sind nicht die besten, aber wie steht es mit der Beschleunigung? Das finde ich auch unheimlich faszinierend. Man muss überlegen, wir haben jetzt 256 PS und ich mache den Schlappen runter und gebe Gas. Und das Auto fährt nirgendwo hin. Ja? Also du brauchst auch nicht auf dem Tacho gucken, wie schnell du bist. Da passiert einfach gar nichts. Das rollt vorwärts, macht ein bisschen mehr Lärm und tut so, als ob schneller fahren will. Aber wirklich schneller fahren tut es nicht. Was mir aber auffällt ist, der Wagen ist vom Zustand her und vom Bedienen und vom Fahren her wirklich gut. Das Auto fährt richtig gut. Wie so eine Spitfire. Kennt ihr noch dieses englische Kriegsflugzeug? So hört sich das an, wenn ihr hier aus... Guck mal, hör mal, hör mal. Sound, Platz und Style ist für das DJ-Duo One Oaks wichtig. Der C20 erfüllt alle Kriterien. Jetzt muss ich nur noch preistechnisch zurechtkommen mit den beiden Jungs. Nee, mit dem einen Jungen. JP auf dem Weg zur Preisverhandlung. Wie weit wird er den Preis drücken können? Hey, Zuckerhase? Ich merke, seine Temperatur ist, scheint dir Ja, läuft, ne? Zu gefallen. Klang ist schon ganz. Klangmäßig ist das schon geil. Du warst schon lange unterwegs. Und jetzt wirst du vom Preis bestimmt nicht viel runtergehen, ne? Was kostet der Rost? Der kostet inklusive ja? der in Deutschland üblichen 19% Mehrwertsteuer ja? 7.599 Euro. Oh. Nein. Hör mal, wie viel Marge soll denn an den Dingen sein? Ich weiß nicht, wie schlecht du die Karren einkaufst. So einen fetten Reibach wäre, dass ich das alles für dich organisieren kann, da würden hier nur 70.000 Mille Karren rumstehen. Ich habe eine Tochter, ich habe Kosten. Eine Tochter hast du? Du hast eine Tochter? Eine Frau hast du? Wie ist denn das passiert, Alter? Einfach, das heißt, vom Preis kommst du nicht runter? So wie er ist, können wir vielleicht drüber reden. Aber nicht mit Papier. Wir reden gerade schon, Hase. Hau mal raus. Na ja, gut, jetzt muss ich eben umschalten und das übliche Geschwätz anfangen. Ja, ein bisschen geht immer. Luft haben wir, aber ein bisschen. Leben und leben lassen. Du hast bezahlt für dieses Fahrzeug in Amerika gerade mal eine 3 vorne. In US-Dollar. Ist das richtig? Was meinst du? Und wenn da nur so Verbrecher um die Ecke kommen, die da handeln wie die Kiebitze, dann lässt sich das ganze System nicht finanzieren. Du bist schuld dran, wenn die ganze Kacke umfällt immer. Das sind nicht die anderen schuld, das sind wir selber schuld. So Angel, typisch, ne? Frau Merkel, ruf mich an. Ich bin eh schuld. Griechenland, Deutschland, bin ich alles schuld. Vorschlag. Mhm. Bist du bereit? Ja, ich habe ein bisschen Angst davor. Ja, hätte ich auch. Mhm. 6.000 glatt. Nichts machen. Und sonst? Wie läuft es bei dir so? Oh, müde. Du meinst natürlich 6 plus Steuer? Nein, natürlich nicht. Soll ich dir den Taschenrechner holen? Das meine ich nicht. Nein, brauchst du nicht. Hau raus. 6,9. Inkel? Nein, nein. Also, nein.
wir brauchen für das Baujahr eine Abgasuntersuchung, der CO-Wert muss stimmen. Jetzt macht er die Ware kaputt, Junge, das musst du bezahlen. Junge, das musst du bezahlen. 6.200 Euro. Aber ey, das will ich schon gar nicht sagen. Das geht so und gar nicht, hör mal. Sondern wir machen was? Manchmal muss man sich auch trennen, man muss auch mal den Verlust ins Auge schauen. 6.800. Ja, das ist der letzte Preis. Wenn du am Aldi an der Kasse stehst, dann kannst du auch nicht sagen, die haben mich jetzt mal hier 50 Cent billiger. Dann sagt die Olle auch, hä? Du warst doch nicht mit mir bei Aldi. Erzähl mir du mir mal, was das Problem gerade ist. Ja, dass dir das Auto gefällt und wir jetzt einen gemeinsamen Nenner finden müssen. Ja, pass auf, du willst 6,8 haben, ne? Ja. Richtig? Dann gib mal Hand drauf. Ich gebe 6,8 weiter. Genau. Wenn es dabei nicht ist, dann ist es nicht. Ich gebe auf. Ja, es ist vorbei. Wo ist hier mein Auto? Wo ist hier mein Auto? Den habe ich in gelbe Säcke verpackt. Weil da sehr viel Plastik dran ist. Aber die Auspuffanlage hinten, die erinnert mich an so ein Düsenjet irgendwie. Hat das was für eine Turbine? Krass, ey. Krass. Super geiles Teil. Gute Besserung. Der Zustand ist gut. Technik ist wirklich noch in Ordnung. Du kannst damit einfach einsteigen, losheizen. Und das größte Argument ist, warum wir es nehmen sollten. Weil riesengroße Ladefläche. Da haben sie gut Platz, ne, mit ihrem Mischpult, Squatchen, Groupies, Mamas, Opas, alle können mit drauf. Sydney auf dem Weg nach Oberhausen. So, ich bin jetzt auf dem Weg zum Godfather of Pickup. Was ist das? Der Ford F-150. Früher F-100, aber den gibt's ja wirklich schon ur-urlange. Und meiner kommt aus 95, ist die 9. Generation. Und hat auch eine große Ladefläche. Ist ja ganz gut für unsere DJs. Das muss er sein. Der Godfather der Pickups, Ford F-150. Dieses Modell stammt aus dem Jahre 1995. In 18 Jahren lief er rund 170.000 Kilometer. Da es keine Historie zu diesem Truck gibt, ist unklar, was er hinter sich hat. Vorsicht ist also geboten. Standardmäßig wurde auch hier ein V8-Motor verbaut. Die Leistung von 147 PS verspricht zwar wenig Fahrspaß, dafür kann man davon ausgehen, dass der 8-Zylinder-Motor noch sehr lange seinen Dienst verrichten wird. Rund 16.500 US-Dollar kostete der Ford 1995. Jetzt will Verkäufer Achim 5.200 Euro für seinen F-150 haben. 95er. 120.000 Meilen gelaufen. 120.000 Meilen? Meilen, ja. Ja, müssen wir jetzt umrechnen. In Kilometer mal 1,36, glaube ich. Ne, 1,6. Ne? Ganz schön viel, ne? Och, was haben wir für ein V8? Ja, ich wusste, es kommt. Wenn 4 Kilometer sind, ne, kommt immer. Also für ein V8 ist das doch relativ wenig, ne? Aber wenn der V8 nicht gepflegt ist, dann ist das auch ganz schön viel. Der ist gut gepflegt. Man hat gesehen am Laderaum, der wird wirklich benutzt. Oh Gott, oh meine Fresse. Also das GFK hier, das ist alles noch Taco, ne? Jetzt wundert euch ja bestimmt, was ich hier alles so gucke, ne? Ich guck einfach nur, ob das Dach auch okay ist, ob das dicht ist, ob hier irgendwo ein Riss drin ist im Gewebe bzw. im GFK. Weißt du, einfach mal so ein bisschen. Also wasserdicht und so, was ist das alles? Kommt nichts rein, ne? Kommt gar nichts rein. Aber in unserem Fall, ja, wollen die DJs ja einen Pult drauf machen. Ja, Open Air hier. Deswegen wird das so abgemacht. Und in dem Falle ist es wichtig, dass es heile ist, weil dann kann man es ja wieder verkaufen. Eine Kohle rausholen. Wieso hast du überhaupt so einen Ami gekauft? Erzähl mal. Ich habe Spaß daran. An so einen Ami? Ja. Echt? Hobby gleichzeitig und kombiniert das gleich mit Firma. So, ne? Aber der schluckt doch ohne Ende Benzin. Na, so viel ist er gar nicht. Wie? Du fährst ja nur in die Stadt? Was haut er sich denn weg? 17, 18 Liter haut er sich jetzt weg. Also was cool ist, was heißt, was nicht cool ist, die sind ja nie konserviert, ne? Und hier bei unserem Kandidaten, der hat auch nicht irgendwie eine Konservierung halt quasi drunter gehauen. Das ist das blanke Blech. Und dafür sieht's echt gut aus. Fährst du im Winter damit? Ja. Ach was. Ernsthaft? Ja. Du kennst ja normal, sonst ist mal der Leiterrahmen so richtig rostig. Der war noch schön schwarz. Ein, zwei Rostpickel waren da, aber das ist total in Ordnung. Mach mal an den Hobel. Ja. Oh, ihr bitte. Jetzt nicht erschrecken, ne? Du musst halt einfach nur gucken, dass er auch dicht ist, dass er keine Folgekosten kommen, dass du irgendwas abdichten musst. Und sonst hast du noch nie Probleme gehabt, ne? Ne, absolut nicht. Ja.
die laufen und laufen. Neue Lichtmaschine gehabt, neuen Anlasser gehabt. Hat er alles schön auf seine Kappe genommen. Was hast du bezahlt für den Rumba hier, für den Trümmerchen? Für den hier? Ja. 8,5. 8,5? Ich weiß, dass ich mich daran verkauft habe. Weil was? Ich habe mich daran verkauft, das Auto. Was hast du? Ja, wenn ich immer so vergleiche mal die Preise. Ja. Wenn ich jetzt mal reingucke, da. 8,5? 8,5. Von halbem Jahr. Was soll ich dir jetzt geben? Für den? Ja. 5 Mille. Okay, das notiere ich schon mal. Was ist denn mal mit so Reifen und sowas alles? Oh, die sind auch noch gut. Achim? Die sind gut. Ja, guck mal, die sind total porös hier. Guck mal. Auch ein Tipp für euch, ne? Wenn ihr euch Autos anguckt. Die Profiltiefe sagt gar nichts. Weil irgendwann ist der Reifen so hart, ja, dann fährt er sich einfach nicht mehr ab. Beim Oldtimer-Thema ist das auf jeden Fall so. Ja. Auf jeden Fall. So, ach, warte mal. Ich habe hier mal geschaut beim PS-Profis hier. Tiefe muss ich gucken. Nimm so ein Tiefmesser mit. Mhm. Kannst du knicken. Auch die Verkäufer, die oft Oldtimer verkaufen, die kommen dann mit solchen Argumenten um die Ecke und sagen, und hier, Profil, Reifen auch noch, super. Packst den Reifen an, hörst, fühlst gerade, wie der Staub so da runterbläst. Und das Ding nämlich scheißen hart ist. Das ist nämlich auch nicht gut. Ach, da fällt mir auch ein bisschen Gummi entgegen. Da haben wir wieder. Ich glaube, das ist dein, also poröse Gummis ist dein Spezialgebiet, ne? Ja. Absolut. Wie viel Kinasse? Das müssen wir auch mal notieren. Weil hinterher läuft hier Wasser rein und dann rostet die Tür von innen. Dann verpiesen sich das Wasser nicht rein. Noch nicht. Ne, kannst gucken. Ist doch nichts. Oh, das ist. Muss ich mal so bücken hier. Hier, der Ablauf ist auch noch frei. Kein Rost. Mensch, ist gar nicht so schlecht, ey. Achim, darf ich dieses kleine Gefährt mal, Größe eines Smarts, durch die Oberhausener Innenstadt scheuchen? Ja, das darfst du machen. Was könnte passieren? Gar nichts. Achims F-150 steht überraschend gut da. Ob die Probefahrt hält, was der Check verspricht? Alter Schwede, ey. Was hat der da? Also der Auspuff, der ist geil, den er da runtergebaut hat. Der ist so, im unteren Drehzahlbereich ist er total harmlos und hinterher kommt da eine Furie raus. Der F-150 war in den USA ein Verkaufsschlager. Auch Sydney lässt sich vom Charme anstecken. Schon geil, wenn du so einen fetten Pickup hier fährst. Wie der junge J.R. Ewing. Ähnlich wie in Texas sind auch die Temperaturen in Oberhausen Zeit für eine Abkühlung. Ja, was soll ich sagen, mir ist verdammt warm. Und diese AC, man nennt sie auch Klimaanlage, die will nicht so wirklich. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade los ist. Wenn man sie mal braucht, geht sie nicht. Die Klimaanlage hat den Geist aufgegeben. Ein Argument für die Preisverhandlungen. Wow. Das ist so ein bisschen, ne? Das ist jetzt nicht mehr Achim. Achim würde so eine Musik nicht jetzt hören. Das ist so mehr der junge amerikanische Fahrer. Innenraumtechnisch, ne? Amerikaner schreien Plastik ganz groß, ja, das wissen wir auch. Aber hier ist es halt so, du kannst halt, guck mal, also du kannst hier die Leiste kannst du einfach mal während der Fahrt ganz entspannt wechseln, ja? Kann ja mal einfach so ein spontaner Gedanke sein. Hey, ich will sie lieber in Schwarz haben. Während der Fahrt gar kein Problem. Die Probefahrt überzeugt. Sid legt sich eine Strategie für die bevorstehende Preisverhandlung zurecht. Also der Achim, der ist ja ein offenes Kerlchen. Ne? Hat mir ja gesagt, was er bezahlt hat vor einem halben Jahr. 8.500 Euro. Und jetzt will er 5 haben. Ich glaube, da ist die Schmerzgrenze schon ziemlich erreicht. Weil ich glaube, der hat es bestimmt auch vorher mit ein bisschen mehr versucht. Aber trotzdem denke ich mal, die Reifen, die muss er auf jeden Fall machen. Also für ein Showfahrzeug eigentlich nicht. Aber das ist natürlich ein gutes Argument, ne? Ich denke mal, wir werden so bei 4,5 werden bestimmt landen. Ich glaube, 4,5 ist gut. 5.000 Euro wolltest du haben, ne? 5,2 war er drin, auf VW. Aber was ist denn mit der Klimaanlage los? Die funktioniert nicht. Das ist ein guter Tipp, dass du mir den vorher gibst. Ich habe mir einen abgesuppt. Hier, die ganze Suppe lief mir den Rücken runter. Das Interieur kann man ja, diese Leisten kann man ja
während der Fahrt wechseln. Das ist auch was Tolles. Aber die beiden Sachen, die sind schon, sind ja, glaube ich, echt mit die ersten Reifen. Also der letzte Preis, sage ich mal, 4,8. 4,8? Also wir können jetzt das alte Spiel machen, weißt du? Ich sag dir einen ganz, ganz tiefen Preis und du sagst dann auch nee. Aber ich sag jetzt immer eine Punktlandung. 4,5. Das ist das, was ich mir so vorgestellt habe. Weil die Reifen sind schon was teurer, ne? 4,7. Ich wusste es. Komm, jetzt wolltest du mal fair sein, weißt du? Hast du mal gedacht, komm, Punktlandung. Ich hätte auch mit 4 anfangen können, Achim. 4,7. Also so ein Reifen ist schon was teurer. Ne? So ein AT-Reifen. Willst du eine Erdbeere? Die dunklen sind meist süßer. Ja, die nehme ich auch. Bitteschön. Dankeschön. Aus der Oberhausener Sonne. 4,2. Achim. Ich weiß, was wir machen. Warte kurz. Jetzt kommt was. Welche möchtest du haben? Diesmal nehme ich die linke. 4,6 sind wir, ne? Nee, mehr kann ich nicht, ehrlich nicht. Ich habe einen Haufen Geld für das Ding bezahlt. 4,5? Mach 4,6. Dann ist der Tank voll. Nee. Ne? Ein Fuffi gibst du mir noch, komm. Ist ein Deal. Das gebe ich genauso weiter. Und nächstes Mal bringst du die Erdbeeren mit. Auf jeden Fall ist ein Kandidat. Ist, denke ich mal, zuverlässig. Er macht seinen Dienst, alles gut. Er erfüllt alle Kriterien. Aber ich glaube, vom Stylischen her könnte er noch eine Schippe auflegen. Klar, mit der Folierung, glaube ich, wird es auf jeden Fall cool aussehen. Aber ich würde jetzt nicht meinen Arsch drauf verwetten. Gemeinsam machen sich Jean-Pierre und Sydney auf den Weg zu Kandidat Nummer 3. So, auf geht's. Ford F100. Ich finde das Auto ja optisch schon wirklich ganz cool. Was ich immer komisch fand bei dem Ding ist, dass er optisch und das Baujahr nicht ganz zusammenpasst. Er sieht älter aus, als er ist. Aber ich glaube, der sieht so ein bisschen abgefuckt aus. Da müssen wir mal ein bisschen mehr gucken. Oder? Wir sehen auf den ersten Blick, der ist nicht so gut und lassen es gleich. Oh, nee, alles klar. Ach, scheiße, das Auto? Ciao, ciao. Nee, passt nicht. Sind Sie nicht PS-Profi und so? Ich? Nein, nein. Nein? Nein, nein, nein. Hey. Wir haben auch nicht angerufen. Wir sind die Dönerkönige. Ganz genau. Und die Ölprofis. Und die Ölprofis. Wir hatten ja einen sehr urigen und alten Kandidaten dabei. Alt ist ja an sich okay. Alt ist immer okay. Doch unser F100 schon im Regenwald. Unser F100. Gott sei Dank wie eine Klimaanlage, ey. Nimm dir mal mit raus hier. Servus. Hi. Alex. Hi, Sydney. Hi. Alex. Hi. Jean-Pierre. Alex? Ja, genau. Alex. Hau mal raus. Was ist denn Schickes? Ein F100 Ranger. Der dritte und letzte Kandidat steht an. Ford F100. 1977 wurde der Vorgänger des F150 gebaut. Seitdem hat er angeblich nur 86.000 Kilometer runter. Wie viel es tatsächlich sind, lässt sich nicht nachprüfen. 166 PS leistet der V8-Motor und 5.999 Euro soll der Kandidat kosten. Diese Daten lassen Kenner stutzig werden. Vergleichbare Modelle gehen im Netz erst bei 7.000 Euro los. Zudem haben diese auch noch eine deutlich höhere Laufleistung. Also, was stimmt mit diesem F100 nicht? Den hast du als Bastelbude gekauft? Ja, stand in Holland. In Holland? Genau. Ist er, war in Holland zugelassen? War in Holland zugelassen, genau, ja. Bist du schon mal gefahren mit? Nur hier auf dem Gelände. Ja, auf dem Gelände. Hat sich nicht getraut, ne? Das Gelände ist nicht groß. Mit dem Trailer abholen lassen. Also du bist hier nur auf dem Gelände rückwärts gefahren wahrscheinlich, oder? Ja, auch mal vorwärts. Das heißt, wir beiden Spezialisten fahren gleich das erste Mal. Wenn ihr so wahnsinnig seid, macht ihr die erste Fahrt, genau. Schon sehr sympathisch, ne? Sieht das Ganze realistisch. Ich fasse gerade mal eben zusammen. Wir haben Holland und ich sehe eine Gasanlage. Ja. Papier hat der Wagen nicht. Deutsche? Nein, keine deutsche. Et holländische? Holländische, ja. Naja gut, das ist sowas wie gar keine Papiere, ne? Ja, kann man sehen, wie man will. Ne? Aber die Gasanlage an sich, ne, sieht aus wie ein Nagasaki-Tank oder sowas. Also der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, ne? Ja, unterm Auto ist auch noch einer. Der sieht aus wie... Wir haben zwei Gastanks? Ey, das ist doch ein Gastank. Zwei Gastanks. Es gab dem ganzen Auto auch so ein bisschen Flair. Auch, aber wie die Tanks hier befestigt waren, das war so mehr Kinderspielplatz Moskau-Innenstadt. Das war jetzt wirklich nicht so der Hit. Wie lange hast du dieses Fahrzeug, wenn ich es Fahrzeug nennen darf? 3 Wochen. Okay. Ach so, okay. Okay, cool. Das ist okay. Ungefähr. Und du hast auch wirklich gekauft, einfach nur zum Weiterverbimmeln?
Ja, das ist eine gute Gelegenheit, wenn man sich den ein bisschen aufarbeiten will, sag ich mal. Natürlich muss man ein paar Euro reinstecken, dann hast du halt hinterher ein Fahrzeug mit einer guten Wertsteigerung. Ne? Egal, wo ich hier hingucke, hier ist schon, also Arbeit ist schon drin. Definitiv. Und dafür seid ihr ja da. Und wenn ich mal bemerken darf, ja, wenn du das Ding hier strahlst, dann bleibt nicht mehr viel über. Auch das mag sein, ja. Er hat sein Leben gelebt. Und ist jetzt quasi tot. Und er ist kurz vorm Sterben, nur zu faul umzufallen. Die Ladefläche ist der schlechteste Teil am Wagen. Sonst der Body selber ist vom Rost eigentlich ist da kaum was dran. Das Konzept ist einfach strikt durchgezogen. Ist ja auch ein Tightstep. So? Genau. Ja, einfach konsequent durchgezogen. Ui, oh, wir haben gar nicht gesehen, die Mondlandschaft. Also hier haben wir die Milchstraße. Und hier sehen wir den großen Wagen. Und hier, das da. Seht ihr das? Das sind wir. Sollen wir mal die Haube aufmachen oder meinst du, die hält das nicht aus? Doch, die können wir aufmachen. Dann hau mal auf, das Ding. Ist immer gut, den Verkäufer machen zu lassen, wenn es kaputt geht. Alter Verwalter. Ganz ehrlich, du hast mir gerade gesagt, hinten ist das Schlechteste? Natürlich. Sieht ja ganz schön traurig aus hier drin. Ach geht, der Verteiler ist neu. Also okay, geht, ne? Verteiler ist neu. So, dann haben wir hier ein paar Unterdruckleitungen, die stehen offen. Warum stehen die offen? Was war das? War das mal hier so ein Rattetempomat? Nee, ich glaube nicht. Ganz ehrlich, weißt du was? Herzchen, setz dich mal da rein. Lichtmaschine auch neu. Abgefahrene Sache. Komm mal an, bitte. Ja, selbstverständlich. Überzeugend stabiler, ruhiger Leerlauf. Ja, für einen Achtzylinder läuft das schon ziemlich gut. Der läuft rund, oder? Okidoki, das war mal eben eine Fehlzündung, zurück aus dem Ansaugtrakt, hoch durch den Luftfilter. Wieso passiert sowas? Das passiert in der Regel deswegen, der Brennraum ist heiß, wir haben zu viel Sprit, der Sprit kann im Brennraum nicht verwertet werden. Und dann sagt der Motor, weißt du was, behalt doch die Rotze, schieß wieder hoch und dann knallt das an Jean-Pierres Pfoten. Und deswegen sieht seine Pfoten auch jetzt gerade so aus. Das ist eigentlich schön, das Schild. F-Serie mit Ranger so, das ist doch schön. Du merkst schon, wir versuchen gerade wirklich, wir versuchen alles. Ja. Boah, Alto Belli, Alter. Alles, was man am Positiven rauskommt. Normalerweise in Amerika ist es nämlich so, ja, dann ist das hier quasi dann immer. Das kannst du hier nämlich knicken, zieh mal hier dran, dann hast du das ganze Ding in der Hand. An jedem Bauteil, also wirklich an jedem Bauteil musst du was machen. Die Spiegel, die Tür, Ladefläche, links, rechts, innen, außen, überall. Die Türverkleidung innen, die war nicht nur ab, die war auch gebrochen. Also ich meine, das war wirklich. Welches Motor war denn gut? Muss man nachdenken. Na, wir haben den hierhin transportiert bekommen, haben dann hier abgeladen und einfach halt nur in die Halle gefahren, ne? Oder zum Waschen rausgefahren. Aber das zum Waschen? Ja, ja, der ist schon einmal gewaschen worden. Was hast du denn gewaschen? Das ganze Auto einmal. Mit Beize oder was? Dürfen wir fahren? Könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Müssen wir irgendwas unterschreiben vorher? Irgendwie so, falls. Muss ich nicht Feuerwehr von dir? Meinst du Haftungsausschluss? Das ist ja eigentlich nur so. Ihr habt was? Die halbe Innenstand brennt. Hm. Der Gastank ist explodiert. Also wenn man erstes Jahr das Ding wirklich seit Jahren wieder bewegt, das kann nicht gut werden. Oh, das geht nicht, Alter. Pass auf, ich bremse jetzt voller Kraft. Also hier dezent dosiert. Hä? Dezent dosiert. Hab ich? Komfortabel. Ich habe da reingelatscht, wie ein Wilder, da wird einen smarten Salto vorwärts machen, Windschraube, bei dem Bremsmanöver. Und der F100 hat sich überlegt, ich habe verstanden, was du meinst. Ich leite den Bremsvorgang ein. Wir stehen. Es war super, 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 super langsam und zäh. Aber der läuft ja mal wie ein Sack Nüsse. Teillass nicht, ja, Volllass oder in ambitionierter Fahrweise geht's. Alter! Nee. Das ist nicht cool. Nee. Motorlager ist kaputt. Hast du gemerkt, wie er zurückgezuckt ist? Nee, warte mal. Nee, warte. Mach keinen Scheiß, sie ist rot. Ich merk's auch gerade. Läuft das auch bei dir?
Ja. Lass die Bremse, jetzt hängt die fest. Das ist scheiße. Wohl kein Meter. Richtig bergab. Neutral ist, ne? Ja. Oh. Dann drehen wir sie mal zum Qualm, wa? Oh. Am geilsten wäre, wenn die Bremse noch versagt. Die Fackel gleich erstmal lichterloh. Das ist nicht gut. Oh. Zusätzlich, natürlich, weil die Motorleistung so doll gefragt war, kam die Fehlzündung im Rhythmus zur quietschenden Bremse aus dem Motorraum rausgeschossen. Ja, was für ein Geräusch, Alter. Ja, wir kommen runter her. Alles gut. Alter Schwede. Ja, wir sind auch langsam. Ui. Das war eine Fehlzündung, die war jetzt schon mal nicht ohne. Es machte einmal einen riesen Pau. Und wir guckten uns ziemlich bescheuert an. Mhm. Und haben uns gedacht, okay, okay. Tun wir sonst auch immer, aber diesmal mehr. Also, Scheiße. Mach mal eine Pause, das ist so heiß. Wir machen eine Pause. So, wir machen eine kleine Pause, ne? Ja. Jean-Pierre, was ist los? Die Karre ist kochend heiß. Alles riecht nach Sprit, nach Öl. Die Bremse hängt fest. Ich bin so ein bisschen sprachlos. Und ganz ehrlich, wir sind jetzt über Folge 72 oder sowas. Und sowas ist in 72 Folgen noch nicht passiert. Also der Wagen ist so nicht kaufbar. Und auch nicht kaufbar, das ist nichts. Das ist, ich bin fertig. Wirklich, ich hab Schiss. Da kommt Fehlzündung zurück aus dem Vergaser raus. Da knallt aber alles um die Ohren, ohne Scheiß. Wir warten jetzt mal, bis die Karre ein bisschen kälter wird. Ja? Die Bremsanlagen müssen mal kalt werden, weil guck mal hier. Die ist nämlich, die ist blau. Die glüht und die ist blau. Und das ist in der Regel nicht gut. Ja, wir sind nicht in der Formel 1, wo wir Keramikbremsanlagen haben, die glühen sollen. Hier soll nichts glühen. Deswegen warten wir ein bisschen, bis die Karre kalt wird und dann fahren wir weiter. Ja? Guter Laune. Hört, hört! Als Tipp für euch, wenn ihr auch mal in die Situation habt, ihr guckt euch einen Oldtimer an und Oldtimer in der Regel machen sowas sehr gerne, dass die Bremse zum Blockieren kommt, aus der Kolben in den Bremssattel festhängt. Tipp von uns, was macht ihr dann? Wenn ihr es früh genug merkt, fahrt gar nicht los. Tipp Nummer zwei. Das wäre der Beste. Und Tipp Nummer zwei ist, wenn dem so ist, eine Pause machen und Knoppers essen. Sich die Ruhe antun. Nachdem sich die Bremse ein wenig erholt hat, geht es ganz vorsichtig zurück zu Händler Alex. Ganz ehrlich, was sollen wir denn jetzt sagen bei der Preisverhandlung, Mann? Wir kaufen den. Spitzenauto. Super. Alex! Und, habt ihr das überlebt? Ja, genau, überlebt. Das war so mit die Alex, die spannendste Probefahrt in unserer Geschichte. Ja, habe ich euch gesagt. Die Bremse hat sich verabschiedet. Tatsächlich? Die hing komplett jetzt. Die wollte, dass wir stehen bleiben. Die wollte, okay, dass wir uns diese Stelle genauer angucken und hat quasi verhindert, dass die Reise weitergeht. Okay. Die Probefahrt war eher ein Probelauf. Ein Probelauf für eine richtige Probefahrt. Ja, genau. Aber das haben wir natürlich. Wie soll ich sagen, jetzt reden wir normal über Geld und so, ne? Ja. Naja, das macht ja gar keinen Sinn dann, wenn die Bremse nicht funktioniert, kann ich euch den Wagen nicht geben. Das ist ja letztendlich dann doch ein Sicherheitsrisiko wahrscheinlich, ne? Irgendwie schon. Ihr müsst einfach überlegen, ob das in euer Konzept passt, dass der Aufwand sich überhaupt lohnt. Pass auf. Nö. Okay. Jetzt gerade nicht. Kannst du jetzt nicht sagen, nö. Ja, Bremse, Motor, Rost. Ja. Ja. Papiere. Okay. Ist für uns momentan gerade ein bisschen schwierig. War also noch eine Premiere, dass wir nicht verhandelt haben? Nee, wir wollten es gar nicht haben. Ja, aber A, wir wollten es nicht haben und B, der Verkäufer hat es auch direkt war einsichtig und hat auch direkt gesagt, ja gut, also ich glaube, das lohnt sich nicht. Ich glaube, wir vertagen den Verkauf mal.
Die DJs Kevin und Sean können es kaum erwarten, die drei Pickup-Kandidaten kennenzulernen. Zur Entscheidung haben sie ihren DJ-Kollegen Epic mitgebracht. Epic wird ebenfalls auf dem Sport 1 Track Day auftreten. So, Jungs, ganz kurze Frage. Eins, zwei. Du bist neu im Bunde? Ja, ich bin das dritte Musketier quasi. Okay, was machst du hier so in der Compilation hier? Ich bin ein DJ-Freund von denen und trete mit denen auf dem Track Day auf. Und du bist dann jetzt so die Entscheidungsmacht, hast du jetzt hier? Ich habe gesagt, ich muss das mitentscheiden. So, wir haben uns drei Karren für euch angeguckt. Als allererstes ein Chevy C20. Sehr kultiges Auto. Von der Farbe her sehr geil. Erster Lack noch. Das ist so ein grün-brauner Mischton. Was halt sehr gut ist an dem Ding, es ist von der Optik halt wirklich der Kracher und vom Zustand her noch wirklich gut. Es fährt absolut top, da gibt es eigentlich nichts zu bemängeln. Und für eure Bedürfnisse, was ihr fordert auf dem Track Day, ist der wirklich schon Sahne, weil er sehr kultig rüberkommt. Also kann man nicht anders sagen. Sehr, sehr schickes Ding. Preise sind wir auch ganz gut gelandet. Und zwar sind wir von 7.599 auf 6.800 Euro runtergekommen. Und das war ein ganz schöner Kampf mit dem Olli, weil Olli ist nicht ohne der Besitzer von dem Auto. Ja, aber klingt schon ganz geil. Was habt ihr noch so? Oh, guck an hier. Ja. Ich komme ein bisschen rüber zu dir, ne? Ich merke schon. So, und es geht weiter mit quasi den Godfather hier, also den bekanntesten Truck-Pickup. Ford F-150. Eigentlich so auch so ein Riesenflaggschiff, hat eine Ladefläche, die ist aber jetzt mit so einem Hardcover bedeckt quasi, kann man ab runterreißen, ja, für eure Bedürfnisse. Also der ist wirklich, ich würde fast sagen, rostfrei. Der ist unten drunter, ist alles noch blank, die wurden ja immer blank ausgeliefert, Unterboden, wurde auch nicht nachbehandelt, aber er ist trotzdem rostfrei. Und wir haben das ganze schöne Fahrzeug auf 4.550 Euro gedrückt. Habt ihr einen guten Job gemacht. So, in der Regel gucken wir uns drei Autos an. Natürlich haben wir noch einen dritten Kandidaten da, doch bei diesen Kandidaten, Sid und ich haben wirklich schon hunderte von Autos gecheckt für euch. Ist nicht für euch, aber für viele andere Kandidaten. Doch bei diesem Auto ist was passiert, was sonst nie passiert. Ist es doch ein bisschen komplizierter geworden. Dann schieß mal los. Ford F100, der quasi nicht so wirklich probefahrtfähig war. Der läuft ja mal wie ein Sack Nüsse. Motorlager ist kaputt. Das ist nicht cool. Nee. Das ist die Bremse, jetzt hängt die fest. Ui. Das war eine Fehlzündung, die war jetzt schon mal nicht ohne. Oh. Alter. Oh. Wir sind heil angekommen. Da bin ich auch froh drum. Das war gar nicht so ohne. Deswegen würde ich wirklich dieses Mal eine Ausnahme machen. Und zwar, ihr habt ja rausgehört, was los ist. Wir haben noch zwei Autos. Ihr entscheidet euch zwischen zwei Autos. Wie werden sich die DJs aus Berlin entscheiden? Welcher Pickup wird auf dem Sport 1 Track Day zur mobilen Bühne? Das DJ-Duo One Oaks wird ein Pickup als Showfahrzeug gesucht. Gecheckt wurden ein Chevrolet C20, ein Ford F-150 und ein besonderer Ford F-100. Motorlager ist kaputt. Das ist nicht cool. Das ist die Bremse, jetzt hängt die fest. Alter! Ich bin persönlich vom Style her und von den PS-Zahlen absolut beim Chevy. Kultig ist der Chevy auf jeden Fall. Und er hat mehr PS, das ist ja auch nicht richtig. Und es geht ja auch in Leistung. Ja. Ja, mein Herz schlägt definitiv auch für den Chevy V8. Schicke Farbe. Was sagst du? Chevy. Einstimmig. Chevy? Ja. Gebongt. Sehr gut. Unglück. Danke für eure Beratung, kann ich nur sagen. Ja, gerne. Ich würde sagen, ich rufe den Olli mal an und sorge dafür, dass der Chevy C20 über den Weg hier hinfindet. Also ich denke, die drei haben sich absolut perfekt entschieden. Sie werden auf dem Track Day voll die Bude rocken. Genug Platz. Epic wird sein Ding machen. Die beiden Jungs werden voll abgehen, da bin ich ganz sicher. Und die sind auch ganz gut. So haben sie auch ihren Segen von Epic. Ja, von dem Kollegen haben sie auch einen Segen bekommen. Ich glaube, dann sind sie auch glücklich. Hands up, sag ich. Ich sag dazu nur eins. Ist das geil? Alles gut? Alles genau. Uli hat mir was gezeigt, und zwar das Geräusch, wie so eine Knasttür zugeht. Das kenne ich nicht. Deswegen hast du mir gezeigt, ich kenn's ja auch nicht. Aber so hört sich's an, pass auf. One Oaks, oh, du bist fertig, hier! Also pass auf, wir machen das jetzt anders. Wir sind hier die Profis. Du fährst, du bist Beifahrer und du in der Mitte. So, seid ihr bereit? Wahrheit, ne? Wenn er jetzt nicht angeht. Der geht an, pass mal auf, wie der angeht. Danach müssen wir mal noch ein ordentliches Hands-up machen. Du siehst süß aus in der Mitte. Du siehst süß aus in der Mitte. Ich fühl mich ganz komisch ungewohnt zwischen zwei Whiteys hier. Man nennt es auch Sandwich.
Ist er an oder ist er an? Mach mal ran, im läuft. Mach mal einen Leerlauf. Jetzt aber vorsichtig, ne? Der muss halten bis zum Check Day. Oh. Peace. Warte mal. Hands up. Wir sind raus. Vielen Dank, Jungs. Alright. Ciao. Ciao. Na, sind sie. Da die drei. Aber er macht sich gut in der Mitte. Die da drin sitzen. Süß. Ja, ja. Er fühlt sich wohl. Er fühlte sich tierisch wohl. Was essen wir jetzt? Einen richtig fetten Burger. Sandwich. Ein Club-Sandwich. Das ist gut. Mit was Schwarzem in der Mitte. Ja. Was Schwarzes in der Mitte. Man könnte auch ein Pickup nehmen. Ein Pickup? Ja. Pickup. Aber was Weißes in der Mitte? Nee, es gibt auch mit Schwarz. Ehrlich. Was ist das Schwarze dann? Schokolade?